Ja, hier sieht man die Nummern und nachher gibt es einen Plan, wo die Nummern auch den jeweiligen Künstlern zugeordnet werden können. So, jetzt kann man nachlesen, wer was wie gemacht hat und was das zu bedeuten hat. Hier sind also die Künstler aufgeführt mit den Nummern. Das ist der Markus.